Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim Start der vierten Saison der Meilenkirche. Nachdem wir beim letzten Mal die Preseason-Folge gemacht hatten mit allen Vorbereitungen für diese Saison, Teamfarben ausgesucht, also die Lackierungswahl und all das Zeug wie vor jeder Saison. Und leider erstmal ohne Fahrerwechsel, also weil niemand zurückgetreten ist, gab es leider nichts. Halt wirklich absolut gar kein Fahrerwechsel, was ich ein bisschen schade finde. Da werden wir die gleiche Paarung hier haben wie in der Vorsaison. Dass De Vries und Sargeant immer bei AlphaTauri sind, kann man aber einfach keinen mehr zählen. Die haben absolut eine Katastrophe gemacht. Aber was es dafür gibt, wir haben jetzt das OP-Auto des Jahrtausends. Also, wenn wir mit diesem Auto jetzt nicht am Anfang uns, also eigentlich mit diesem Auto jetzt nicht Weltmeister zu werden, entweder wir oder Pierre, egal wer, dann glaube ich, werden wir als Team oder wir halt auch nie Weltmeister, glaube ich. Also, ich denke auch, das wird schon ein bisschen dauern, bis die da wieder den Anschluss finden. Vor allem, weil wir auch noch drei Upgrades machen können und das Auto noch besser machen können halt, ne? Wir haben ja noch nicht mal volles Auto, was geupgradet ist. Und also, wenn wir das jetzt nicht schaffen in der Saison, dann werden wir es nie. Außer Pierre schafft es natürlich, dann klar, da kann man es noch verzeihen, weil er dasselbe Auto hat. Aber wenn es ein anderer nur irgendwie wird, das wäre echt absolut peinlich fast schon. Auto. Man merkt, dass es viel zu echt richtig sauber ne, an. Vor allem dieser erste Sektor, das Auto liegt so gut und schon mal Bestzeit, was mit dem Auto eine Tragödie wäre, wenn wir das nicht schaffen würden. Nur Pia, der könnte auf jeden Fall eine Gefahr darstellen, Lukas, der jetzt auf seiner Runde fährt. Mal sehen, was er so hinbekommt. Oh ja, so gefällt mir das doch. Erster und zweiter, ist auf Anhieb einfach mal von Platz 1. Die Runde hat sich direkt auf Anhieb genial angefühlt, muss ich sagen. Also, ja, krass. Und 200 Zehntel, wow. Das war echt eine gute Runde. Okay. Ja, das ist das Schlusslicht, wie immer. Die beiden nicht rausgeschmissen am Alpha Tauri. Hätte ich mir doch jemand anders geholt. Mann, sehen die denn nicht, wie scheiße die sind? Ja, gut, also ich bezweifle mal, dass wir in Gefährdung sind, es in Q2 zu schaffen. Also, ich denke, das sollte ja wohl easy machbar sein. Oh ja, wir beenden jetzt sogar auf den Plätzen 1 und 2 auf Anhieb. Richtig genial. Also die noch ein bisschen zurückhaltend trotzdem. Also eigentlich würde ich fast sagen, das ist noch ein bisschen zu kleiner Vorsprung, was wir für ein OP-Auto dafür haben. Aber gut, das war ja erst Q1. Oh, Perez, da hat aber nicht so viel gefehlt, um zum Ausscheiden zu führen. Piastri ist draußen in McLaren. Gut, die Alp Aston Martin ist kein Wunder. Abgeschlagen die beiden, auch kein Wunder. Und die Alpines, die sind natürlich die zweitstärkste Kraft, können die ja sein, hinter uns natürlich. Ne? Also, mal gucken. Also dieses Auto, ey. Dieser Motorfahrer, dieser Sound des Motors, des Ferrari-Motors, ey. Der klingt viel anders als der Ferrari. Ja, eine 25,5. Ich glaube, vorher hatten wir eine 25,9, also nochmal 4 Zehntel Verbesserung, glaube ich. Boah, was? Wir nehmen Pierre eine halbe Sekunde ab. Aber er ist trotzdem Zweiter, weil die anderen noch schlechter sind. Das war ja eine Wahnsinnsrunde. Aber wir waren noch deutlich besser als in Q1 tatsächlich, obwohl die Q1-Runde eigentlich schon gut war. Also, ja, wenn ich die nochmal so in Q3 hinbekomme, das wäre ganz nett, aber das war echt, also ob ich die so hinbekomme, weiß ich nicht. Das war echt eine super Runde. Aber gut, das wird ja wohl mal auch jetzt für Q3 mit nur einem einzigen One reichen.
Ja, kann man mal auf jeden Fall machen. Also alles andere als eine Doppelpole wäre eine Tragödie, sage ich ganz ehrlich. Hat sein, ja, okay. Eigentlich nicht, keine großen Überraschungen letzten Endes dann doch. Na, Hülkenberg, obwohl Hülkenberg auf 13 hat es wohl auch geschlagen direkt. Das ist schon, könnte man als Erfolg auch für ihn bezeichnen. Die Alpinen zu Nuller wieder Dritter hinter uns. Und Trugel ist auch stark. Also Alpinen, die zeigen auch, was ihr Auto ungefähr halt logisch was drauf hat. Das war nochmal ein bisschen sehr wild in dieser letzten Kurve, aber es war auf jeden Fall bisher die beste Runde des Wochenendes auf jeden Fall. Ne, 25-3, Nummer 2 ist nicht schneller als in Q2. Und mehr wird da fast nicht gehen. Also es war echt, ich habe schon mal alles rausgefeuert direkt. Gasly auch schon wieder hinter uns, gut, das ist ein bisschen klar bisher gewesen, aber ihm bisher. Ich glaube, wir haben beide Qualifying gewonnen, aber mal sehen, wie weit er hinter uns ist. Oh, wow! Okay, nicht so wahrscheinlich weit, weil Russell ist sogar vor Pierre ist gerade noch. Ja, okay, weit sind wir gar nicht mal vor Russell auch. Es hat etwas Okay. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Gas ist auch näher dran, sogar als. Russell hat eine super Runde hingebaut, weil Gas ist sogar jetzt auch schon ziemlich näher dran an uns als in Q2 noch. Hat also eine viel bessere Zeit gefahren als in Q2. Aber Russell ja noch viel mehr, logischerweise. Also, puh. Das ist krass. Also, ich würde sagen, wir müssen schon mal rausfahren, aber. Und wollen wir pokern einfach. Ja, wisst ihr was? Wir pokern einfach mal. Komm, wir fahren jetzt nicht nochmal raus. Wir pokern einfach mal auf den Freifzieher. Und dann haben wir sogar noch einen frischen Satz Soft für vielleicht das Rennen. Dass wir einen besseren Reifen vielleicht dann auch mit dem Soft Medium Tiff machen können. Mal gucken. Ja, Mann, Pole. Mit einem One nur geschafft. Gasek hat sich dann auf Platz 2 gesetzt. Ja, besser geht's halt nicht für den Auftakt. Aber das Rennen steht jetzt bevor und wir wissen, was am Ende der letzten Saison abging. Drei Motorschäden in fünf Rennen oder so, ne? Nein, ich lass lieber nicht sagen, ich lass lieber nicht sagen, aber ich habe da schon trotzdem mittlerweile ein kleines Trauma und nicht, dass das jetzt so wieder weitergeht, ne? Auch mit Piastri ist das bitte nicht so weitergehen. Also bitte, bitte. Warst du echt mit einer guten Runde? Hat beide Alpines geschlagen, die eigentlich das zweitbeste Auto haben. Piastri ist echt in. Oh, volle Teufel, der ist ja so weit weg vom 9. schon. Ach du Schande. Und auch weg von Pierre, für Max ganz schön weit. Der Weltmeister sich gerade so durchsetzen konnte in der letzten Saison gegen Checo. Ja. Aber jetzt auf zum Rennen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der Glückspilz startet aus der Pole Position. Und daneben steht Pierre Gasly. Den Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Drugovic, Tsunoda, Verstappen, Sainz, Norris, Leclerc, Perez, Joe, Ocon, Hülkenberg, Bottas, Albon, Magnussen, Oscar Piastri, Stroll, Theo Pourchaire, Jurij Vips, Sargeant und Nyck de Vries. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Okay, schön. Also kann man sich dran gewöhnen auf jeden Fall. Und ich glaube auch fast wirklich, dass es nicht die einzige Pole bleiben wird. Oder zumindest nicht das erste Mal, zum letzten Mal, die erste Start 3 in dieser Saison vor allem.
Oh, jetzt echt, jetzt wird hart. Wir haben extra einen Soft gespart für eventuell eine Soft-Medium-Strategie. Ja, aber die Strecke, die hat schon echt in sich, ne? Mit. Aber wenn, dann würdest du das so machen. Nein, das hier. Dann will ich wenigstens hier mit Medium starten und dann auch einfach gucken, ob man auf Softs gehen kann. Aber meinetwegen dann halt erstmal so hart. So der Uno maximal. Die soll sogar so, soll sogar hier schneller sein diesbezüglich, falls noch so eine Einstop von Hard Medium. Also dann machen wir doch lieber das hier auch. Zack. Benzin, weiß ich nicht, das ist so eine benzinfressende Strecke, hab so ein bisschen das Gefühl. Machen wir lieber mal so. Und dann würde ich sagen, Linge los. Ja, und die alle hinter uns auch mit Mediums. Na, guter Start. Ah, Gassi kommt nicht so gut weg. Ah, das könnte schon helfen, wenn wir jetzt doch Wasser vorbeigehen. Ah, nee, Gassi bleibt vorne auf jeden Fall. Das Team ist natürlich gut. Ah, okay. Ist noch vollkommen schon sich verbremst. Wegen vollem Tank. Eieiei. Diese A-Sektor macht echt immer wieder Spaß. Auch mit so einem vollgetankten Auto. Aber ist natürlich nicht so leicht im Quali, fängt an. Naja. Das Sound des Motors vor allem, den Ferrari-Motor, der klingt echt heftig. Ah, Gassi ist schnell, Gassi schnell. Wir haben schon einfach mal 2,7 Sekunden Vorsprung. Auf George Russell. Und das war jetzt eine minimale leichte Wandberührung. Aber zum Glück ohne größere Schäden. Weil es nur leicht war. Aber das kann mal passieren, wenn man schnell sein will. Das ist klar. Naja, Gassi kriege ich nicht aus dem DF-Fenster. Aber von 3. Alter, wie schnell sind wir denn? IOP und schnell sind wir denn. Oh, Alter, diese SS. Dieser erste Sektor da. Ist einfach Wahnsinn. Einfach ein Alter. Also Twitter ist allgemein so eine geile Strecke. Vor allem, wenn man so ein gutes Auto hat. Aber Gasly lässt nicht locker. Sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, das ist sicher. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, man merkt meine totale Entsetzlichkeit oder mein Entsetzen merkt man, glaube ich. Ich weiß, nee, also,
Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Ich bin absolut sprachlos, ratlos. Geht das schon wieder so los? Also ich weiß nicht, was wir machen soll jetzt hier. Also ist es langsam hier. Ach, keine Ahnung. Wir haben. In den ersten beiden Songs hatten wir nicht mal annähernd zusammen so viele Modus, wie jetzt innerhalb von 8 Rennen oder so. In 8 Rennen vielleicht so 4 Modus jetzt. Das ist doch Wahnsinn. Geht das schon wieder los? Also ich weiß nicht. Langsam muss ich in jedem Rennen Angst haben, irgendeinen Motorschaden oder. Es war ja wieder nicht mal der Motor, es war schon wieder dieses scheiß Getriebe. Was hat denn das? Was machen die von der. Was machen die denn mit dem Getriebe andauernd? Können die kein Getriebe bauen oder was? Was hält? Das ist doch. Ich bin ja fast. Guck dir mal Pierre an, der gewinnt die mit 16 Sekunden Vorsprung. Mit einer schnellsten Runde, die über eine Sekunde schneller ist als die von jedem anderen. Und wir waren vor ihm, wir hätten das bestimmt, wir wären da beide gewesen in diesem Bereich. Wir hätten auch gewinnen können, logischerweise. Also ich bin da, also. Noch ein Modeschaden, sage ich, und das vielleicht von direkt im nächsten Rennen oder so. Und ich mache die Modeschaden aus. Dann das tue ich mir nicht nur mehr an. Ich lasse die noch an, noch gebe ich diesem Spiel diese eine Chance, mal jetzt das weniger zu machen. Aber wenn jetzt noch irgendein Modeschaden, sagen wir mal, in den nächsten 4 Rennen kommt. Mache ich die aus. Das tue ich mir dann nicht weiter an. Ich wurde der Einzige, der ausgeschieden ist. Klar, niemand anderes hat einen Motorrad bekommen. Wir direkt am Anfang. Ja, perfekt. Ja, warum nicht? Dadurch werden sie mir nicht mal führen, dass sie in der Konstrukteurswelt, weil Alpine ein Doppelpodium geholt hat. Ja, danke. Danke, Spiel für nichts. Danke, Getriebe für nichts, soll es ihr heißen. Oh. Da hätten wir jetzt Osterkümmer-Piers in der WM. Ja, und Alpine mit 7 Punkte vorne. Nur wegen diesem scheiß Getriebe, dem würde ich auch mal gerne ein paar Takte erzählen. Kann das nicht mal ein Rennen lang halten. 18 Runden muss es halten. Nein, muss es sofort. Wir haben nicht mal die vierte Runde. Wir haben es nur bis zur dritten Runde ausgegangen und ist das Ding kaputt gegangen. Okay, es ist besser als wenn in der 15. Runde, das ist auch klar, dann sind wir schon fast am Ende. Und dann noch Motorschaden oder Getriebeschaden oder was weiß ich noch. Klar, das ist dann noch bitterer, als wenn es von der Runde 3 oder so passiert. Oder Runde 4 oder so, aber. Da bin ich einfach jetzt nur sprachlos. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Außer entsetzt halt. Außer, keine Ahnung. Ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Soll ich die Modusschäden ausmachen oder nicht? Aber noch gebe ich dem, wie gesagt, eine Chance. Nächster große Preis ist China, Shanghai. Noch gebe ich dem Spiel oder noch gebe ich diesem scheiß Getriebe, diesen scheiß Modusschäden-Dingern eine Chance, es wieder weniger zu machen. Wenn es aber schon im nächsten Rennen passiert, sowieso, ne? Also, wenn es im nächsten Rennen auch wieder passiert, ne? Ich habe in jedem Rennen mittlerweile Angst, dass irgendwas passiert. Irgendwas immer. Ich hatte in Abu Dhabi Angst darum, in Brasilien Angst darum. Und am Anfang hatte ich nie Angst, weil da kaum nie was kam. Also, das zeigt doch auch alles schon darüber aus, oder? Es war ein neues Getriebe. Ja, halt dein Maul, du Chris, Alter. Sagst du mir schon gefühlt zum 100. Mal innerhalb von ein paar Tagen, weil das scheiß Auto mir hält. Ja, guckt euch doch mal das an. Wenn das so, wir werden das am Ende wegen Modus finden und nicht keine Chance haben, ne? Obwohl das Auto locker das kann. Das hat der Pierre auch gesehen. 16 Sekunden Vorsprung im Rennen. Das ist ein Wahnsinnsvorsprung. Man kann sagen, immerhin das Getriebe, was 4 Teile offen hat und nicht so ein Steuerelektronik oder Energiesparer, der nur 2 Teile, die was davon hat, ne? Kann man als Fazit ziehen, wenigstens das, was am meisten, obwohl, na gut, das wäre nur eigentlich bei diesen 4 Dingern, dann hätte sein können, ne? Ja, wir haben halt zu viele Teile. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile. Am Ende geht hier innerhalb von 7 Rennen jeweils eins davon immer kaputt. Könnte man so sagen. Also es kann jeder dann so kaputt gehen über Endem einfach. Also das ist ja so bescheuert. So bescheuert. Also das ist noch nicht besser unbedingt in diesem Spiel. Das ist das Einzige, was mich doch schon wieder nervt. Sondern an sich ein geiles Spiel, aber diese Motorschäden, die waren ja nie ein Problem. Das ist ja der Witz. Die waren nie ein Problem. Und auf einmal sind die hier 100 Mal am ein Wochenende oder was. Ach, hör mir auf. Ja, beim nächsten Mal sehen wir einen großen Preis von Shanghai, China. Ich weiß nicht, was ich tut. Also ich. Am besten 5 Runden rennen nur noch. Da kommen keine Motorschäden zum Glück. Werde ich wohl bald machen, ey. Weil ausmachen will ich die eigentlich nicht unbedingt. Oder für, naja, oder sagen wir mal 25% rennen. Das sind nochmal 5 Runden ungefähr weniger jeweils. Das könnte dann auch weniger dann noch passieren. Mal sehen. Oder einfach Motorschäden ausmachen. Mehr wie ohne Variante, logischerweise. Okay, das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal zum. Ja.
Ja, und ciao.